Hi Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Da das erste Enshrouded-Video so gut bei euch angekommen ist, dachte ich mir, wir machen für heute gleich noch eine zweite Folge. Wir sind ja im letzten Part dann auch nicht mehr wirklich weit gekommen. Deswegen schauen wir, dass wir uns heute auf jeden Fall ein kleines Häuschen bauen und schon vielleicht auf unser erstes Abenteuer gehen. Also viel Spaß euch! Im letzten Part haben wir ja hier noch unsere Flamme platziert und ich denke, dass wir jetzt hier auch schon anfangen werden, ein kleines Häuschen zu bauen. Dafür haben wir ja diesen Bauhammer. Aber was mir dazu auf jeden Fall noch fehlt, ist ja die Werkbank. Genau, dafür brauchen wir Garn, da haben wir schon 2 von 3 und wir brauchen Holzscheite, aber die haben wir schon. Okay, also sprich, dann lasst uns mal kurz auf die Suche nach Pflanzenfasern gehen und uns mal kurz mit einem Schwert ausrüsten, falls irgendwelche Gegner auftauchen. So, ich glaube, 3 Pflanzenfasern brauchten wir, oder? Reicht das jetzt schon? Ja, sehr cool. Dann können wir uns auf jeden Fall die Werkbank herstellen. Platzieren wir die doch gleich mal. Ich frage mich ja, ob diese Flamme hier geschützt sein muss oder eben nicht. Ich denke, ich baue sie einfach mal mit ein. Schaden kann es ja auf jeden Fall nicht. Achso, und die Werkbank. Die stellen wir doch jetzt einfach mal hier daneben und gucken mal rein. Okay, also, wir können hier auf jeden Fall auch den Bauhammer herstellen. Steinblöcke, Holzblöcke, einen Dachblock, Stauraum, also eine Truhe quasi, auch sehr nice. Einen Gleiter. Die Möglichkeit zu fliegen war schon immer eine begehrte Fähigkeit. Drücke in der Luft leer, um den Gleiter zu öffnen. Abhängig von der Windströmung und der Höhe des Startpunktes kannst du so sofort große Entfernungen zurücklegen. Cool. Und den Greifhaken gibt es auch. Ein robustes Werkzeug, mit dem sich viele Abgründe überwinden lassen. Und Licht können wir machen. Aber wir wollen ja zuerst mal ein Haus. Jetzt ist die Frage, Stein oder Holz? Wisst ihr was? Wir machen einfach... Oh, jetzt habe ich einen Holzfensterrahmen und 10 mehr Sachen freigeschaltet. Aber das gucken wir uns dann später an. Wir bauen jetzt erstmal. Ich mache jetzt jeweils hier noch eins und hier. Und dann können wir das ja irgendwie kombinieren vielleicht. So, Bauhammer. Tab. Und wie war das jetzt genau so? Die Frage ist halt auch, wie groß muss das Haus denn überhaupt sein? Oh, und dafür habe ich nicht mal genug Steine. Okay, das ist krass. Wisst ihr was? Dann würde ich sagen, ich gehe kurz nochmal ein paar Steine farmen. Beziehungsweise mache mir zuerst mal eine Spitzhacke. Was kostet die denn nochmal? Äste und Garn. Okay, dann holen wir uns doch nochmal kurz ein paar Pflanzenfasern. Gibt es auch Pflanzenfasern? Nee. Lila Bären. Ich habe jetzt auch noch nicht gesehen, dass ich irgendwie Hunger oder so hätte. Deswegen glaube ich, dass wir gar kein so ein... Oh no! So ein System haben. Jetzt ist hier schon der erste Wolf. Ah, und er ist schon tot. Cool, was hat er dabei? Knochen. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Und wir können jetzt einen Zauberstab machen. Da muss ich dann auch noch mal reingucken, was die Skillung betrifft. Also einmal Garn. Ich stelle jetzt einfach mal 3 her. Dann Spitzhacke herstellen. Hake bei Werkbank. Eine Hake. Wofür wir die dann brauchen, das weiß ich auch noch nicht. Ich gehe jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen Steine kloppen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe mir jetzt hier noch mal ein paar Steinblöcke hergestellt. Ich weiß nicht, wie lange mir 2000 reichen werden. Aber wir gucken einfach mal. So, und jetzt will ich endlich mal keine Bären essen. Ich will bauen. Junge. Okay. Also, wir haben ja gesagt, wir bauen die Flamme ein. Das heißt, ich mache jetzt einfach hier mal diese Fundamente rum. Geht die Werkbank weg? Nee, die bleibt einfach stehen. Okay. Und dann kann das zumindest mal ein Raum werden. Wie machen wir denn weiter? Good question. Vielleicht so eine Treppe, aber kann ich die auch in die Mitte setzen? Ja, so vielleicht. Okay, dann brauchen wir eine Tür.
Wow, das ist aber ganz schön groß, oder? Ach so, Moment. Ich habe ja gesagt, ich möchte mit Stein und Holz bauen. Das heißt, wie kann ich denn jetzt hier steuern und nach unten? Ah ja, coole Sache. Dann setzen wir doch hier mal die Tür hin. Passt das? Ja, schaut gut aus. Und dann brauchen wir Wände. Oder sollen wir hier Fenster hin machen? Zwei so Fenster. Sieht doch bestimmt cool aus. Na gut, dann bauen wir doch jetzt erstmal. Oh, ich glaube, ich kann gar nicht mehr so viel mit Holz bauen, weil mir das schon wieder alles ausgeht. Ah ja. Oh Mann. Okay. Dann selbes Spiel wie vorher. Dann gehe ich jetzt nochmal Holz farmen. Und dann bin ich gleich wieder zurück bei euch. So Leute, ich habe mir jetzt hier nochmal ein paar Millionen Holzblöcke hergestellt. Das heißt Millionen. Naja, ein paar halt. Esse ich schon wieder diese dummen Bären. So, dann machen wir hier mal weiter. Einmal so, dann haben wir hier den Raum. Es gibt ja auch diese Lagertruhen. Vielleicht bauen wir dann einfach hier noch so einen Raum an. Kann man eigentlich auch eine Türe kleiner machen? Das ist jetzt hier die Frage. Weil die Tür sieht irgendwie so riesig aus. Entfernen mit Rechtsklick. Lass uns nochmal schauen. Ja, guck mal, die ist halt schon mega groß. Egal, wir platzieren jetzt hier mal eine. Und hier können wir dann wieder so eine Wand hinsetzen. Und dann wäre es doch cool, wenn wir. Aber eigentlich will ich ja gar nicht, dass das hier der Eingang. Oh, da habe ich was vergessen. Will ich gar nicht, dass das hier der Eingangsbereich ist. Ich glaube, ich habe das falsch gesetzt. Jetzt hat, oder? Nee, jetzt ist es wieder offen. So müsste es richtig sein. Ja, eigentlich will ich ja nicht, dass man vom Eingangsbereich gleich zu dieser Flamme kommt. Oder muss man das? Ist wurscht. Wir machen jetzt hier hinten aber einfach mal zu. Habe ich das jetzt wieder falsch gesetzt? Nee, das passt. Manchmal sieht es irgendwie ein bisschen verspult aus. So. Okay, aber dann müsste ja unser erster Raum fertig sein. Dann nehmen wir nochmal hier unsere Steinblöcke. Kann ich das aufnehmen? Ah, cool. Und dann habe ich es quasi wieder im Inventar. Wie machen wir denn weiter? Es wird, glaube ich, auch schon wieder dunkel. Eigentlich wäre ich gern fertig geworden, wenn es dunkel ist, aber okay. Auf jeden Fall könnten wir hier so einen kleinen Raum nehmen für ein paar Kisten. Der kann dann von mir aus auch wieder ein Fenster haben, aber nicht hier. Dann machen wir doch hier einfach noch eins hin. So. Ja. Dann muss hier eine Wand hin und dort und hier. Und es wird dunkel. Ich habe Angst. Kommt da jetzt irgendwas in der Nacht? Ich weiß es ja auch nicht. Wo ist denn die Werkbank? Stimmt, die Werkbank könnten wir auch hier platzieren. Quatsch, aber dafür muss ich raus. Einmal die Werkbank, please. Guck mal, weil die passt doch auch genau hier rein. Was können wir denn machen? Betten, Feuerstellen, Lichtquellen, Türen, Fenster. Tür. Eine einfache Holztür. Fenster. Wie viele Fenster haben wir denn schon? Eins, zwei, drei, vier, oder? Stellen wir mal vier her. Ich glaube, das müsste passen. Dann will ich auf jeden Fall hier gleich so eine Tür reinhaben. Hallo? Ja, so. Aber das Ding auf die Seite. Cool. Das heißt, wir haben unsere erste Tür und die Fenster. Einmal hier und einmal da. Also bis jetzt muss ich echt sagen, finde ich das Bausystem auch richtig cool. Ich habe mir oft schon mal nochmal hier so ein bisschen angeschaut, was eben dieses Ganze mit dem Terra bearbeiten und so bedeutet und auch hier dieses kleine hier oben links, dass man damit eben einzelne Sachen auch machen kann. Und damit hat man ja übelst die Möglichkeiten. Also das finde ich echt richtig geil. Und am liebsten würde ich auch gar nicht aufhören, jetzt zu bauen. Aber wir haben ja auch noch andere Sachen vor. Jetzt ist es Nacht. Kann man hier auch pennen eigentlich, wenn man sich ein Bett machen kann? Oder ist es nur so Deko,
Wie in Conan. Dafür brauche ich wieder Garn. Garn, Garn, Garn. Und ich habe aber auch noch gar kein Schlafzimmer. Das ist jetzt belastend. Gehen wir doch mal ganz kurz auf die Suche nach Pflanzenfasern. Oder kann ich mir vielleicht sogar noch was herstellen? Ein Garn. Wie viele haben wir dann jetzt? Ja, eins. Okay. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch mehr Pflanzenfasern. Habt ihr eigentlich auch schon ein großes Haus gebaut oder habt ihr eher so ein kleines, zweckmäßiges? Also ich muss ja echt sagen, ich liebe Bauen. Auch habe ich auch in Conan schon geliebt. Ich habe da immer richtig große, sogar teilweise komplette Städte gebaut. Und ja, macht einfach ultra Spaß bauen. Könnte ich den ganzen Tag hier machen. Reicht das jetzt vielleicht schon? Handwerk. Garn, Garn, Garn. Okay. Dann sollten wir uns doch jetzt eigentlich auch schon unser Bett bauen können. Ja, wir haben ein Bett. Cool. Wo platzieren wir das? Sollen wir das jetzt dabei hier reinklatschen? Ja, wir klatschen das jetzt hier rein. Und bevor wir schlafen gehen, muss auf jeden Fall die Tür zu. Paranoia und so. Oh, ja, und es ist hell. Aber von mir aus könnte ich auch jetzt noch hier eine Stunde weiter pennen. Gar kein Thema. Also hier ist die Flamme. Hier ist ja quasi jetzt erstmal unser Eingang. Hier ist Bett und Werkbank. Was ich übrigens auch gesehen habe, dass wenn man in die Werkbank reinklickt, dass sich alle Gegenstände automatisch reparieren. Das ist auch übelst geil. Und eigentlich wollte ich ja eine Treppe. Und ich glaube, ich möchte mir auch eine machen. Und zwar dann vielleicht so. Kann ich das nicht wieder entfernen? Oder. Ach so, ich muss dann gleich alles entfernen. Ja, okay. Weil dann muss hier nämlich. Muss jetzt hier eine Tür rein oder lassen wir es weg? Wir können ja mal gucken und vielleicht eher sowas wie so einen Torbogen machen. Das irgendwie geht, das wäre auch cool. Also so. Ups. Hallo? Ja, okay. Ich meine, im Prinzip sieht es ja jetzt eigentlich genauso aus wie die Tür, gell? Aber wir können ja. Moment, wie war es jetzt nochmal? So. Wir können ja hier einfach nochmal so eine Reihe mit Steinen nach oben gehen. Ah, ja, okay, das kommt der Sache näher. Jetzt weiß ich nur nicht, wenn wir jetzt hier was hinmachen. Ja, okay, das sieht irgendwie doof aus. Dann lassen wir es jetzt mal so. Oh, das ist irgendwie falsch. So muss es sein. Vielleicht mache ich den Aufgang dann doch lieber hier so. Also quasi einmal hier. Da nehme ich jetzt aber nicht das Ding, sondern das hier für hier oben. So. Und dann muss nämlich hier noch eins dran. Bin ich jetzt richtig? So. Und ich glaube, ich muss noch eins weiter rüber, oder? So, ja. Und dann brauchen wir noch eine Treppe. Ha. Naja, irgendwie schön ist anders. Aber ich mach das Loch ja sowieso noch zu. Okay. Jetzt kann man zumindest hier hochgehen. Dann schließen wir das jetzt hier mal kurz. Kurz. Wie sieht denn das Ganze jetzt von innen aus? Ah ja, also ich weiß nicht, ob man vielleicht. Oh, was habe ich hier fabriziert? Ein kleines Löchle. Einmal zumachen, please. Okay, man kann auf jeden Fall hier hochgehen. Und dann brauchen wir ja hier jetzt wieder Holz und. Hier den Boden. Beziehungsweise die Decke. Mache ich das jetzt hier hin? Ja. Aber hier habe ich schon wieder. Ich glaube, das wird mir noch ziemlich oft passieren. Also lacht mich einfach nicht aus, please. Oder vielleicht geht es euch ja genauso. Dann schreibt es mal in die Kommentare, dass ich nicht der einzigste Depp hier bin, der immer beim Bauen runterfällt. Söderle, jetzt sind wir gleich fertig. Dann möchte ich aber hier auch noch was drüber haben. Das könnte man dann nämlich richtig cool als Balkon irgendwie nutzen.
Hätte ich jetzt mal behauptet. Genau. Dann brauchen wir aber jetzt nochmal. Ach Quatsch, ich wollte hier die Steine. Und dann können wir. Dann machen wir hier ein Fenster in die Mitte. Passt das so? Ja. Einwandfrei. Beziehungsweise könnten wir doch dann theoretisch hier überall so ein Fenster in die Mitte klatschen. Oder? Ich glaube, das sieht erstmal gar nicht schlecht aus. So. Okay, und dann machen wir den Rest wieder zu. Ich habe jetzt hier den Aufgang mal ganz kurz fertig gebaut. Hier sind, wie gesagt, die drei Fenster. Dann will ich ja da oben noch ein Dach natürlich hinmachen, wo Licht reinkommt. Hier ist quasi so ein Zwischending erstmal, weil ich noch nicht weiß, wie ich das hier am liebsten zumachen möchte. Und dann habe ich ja gesagt, dass da der Balkon hinkommt. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall ja wieder eine Tür. Aber eigentlich sollte die. Ist das die Mitte? Könnte sein, oder? Ja, gut, wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Es kann ja nicht immer alles mittig sein. Okay, dann kommt man hier auf jeden Fall auf den Balkon. Da würde ich auch gerne so eine Steinwand bauen. Achso, M. Oder ich muss es von unten machen, dass ich hergehe und das hier so mache. Ja, das könnte. Daraus wird, glaube ich, ein Schuh jetzt. So. Nein, ich habe keine Steine mehr. Mist, die Kacke. So, ich habe nochmal kurz ein paar Steine gefarmt. Habt ihr jetzt gerade nicht mitbekommen, damit wir hier auch fertig bauen können. Dann muss ich mal wieder ganz schnell hoch hier in die gute Stube. Und dann machen wir weiter mit Holz hier. Vielleicht könnte man ja das hier auch noch irgendwie verkleiden. Oder man macht das gleich so aus Holz. So, passt es irgendwie? Okay, da bin ich mir einfach noch unschlüssig. Egal, das ist jetzt nicht so wichtig. Könnten wir das denn hier aufteilen? Ich glaube, ich mache einfach dann hier oben erstmal das Schlafzimmer hin. Da machen wir einfach auch nochmal so ein paar Fensterle. Irgendwie einfach mal so auf jede Seite eins, damit auch genug Licht reinkommt. Okay, und jetzt brauche ich wieder dieses kleine. Hier habe ich das richtig gesetzt. Nee, gell, das schwebt. Ja. Okay, da muss das nochmal gesetzt werden. Aber hier müsste es passen. Ja. Dann das kleine hier. Dann soll ich dann hier jetzt mit dem Holz zumachen oder mit dem Stein? Schwierig, schwierig. Ich mache es jetzt erstmal mit dem Holz zu. Ja, und dann sind wir ja prinzipiell bereit, ein kleines Dächlein hinzubauen. Ich mache mir jetzt mal so eine Bauhilfe. Ich glaube, ich habe gesehen, es gibt auch so ein Gerüst dafür, aber. Ich denke, so geht's doch eigentlich auch. Okay, also was haben wir gesagt? Wir brauchen Dächer. 4 Meter. Oh, das ist ja auch voll teuer. Lieber 2 Meter. Ja, vielleicht lieber 2 Meter. Ist das richtig gesetzt? Schaut so aus, gell? Dann muss natürlich hier eins hin. Das ist jetzt aber nicht richtig gewesen. Och, das ist so. Man muss sich schon konzentrieren irgendwie. Vielleicht geht's ja auch leichter, sagt er. Wer rennt da? Ach, witzig, der rennt einfach dem Hasen hinterher. Ist ja geil. Und der Hase liest ihm einfach davon. Was ist denn hier? Hier fehlt ja auch was. Okay, das müssen wir dann auf jeden Fall auch noch fixen. Was wollte ich eigentlich sagen? Ja, genau. Wenn ihr einen Tipp habt, wie man leichter Dächer bauen kann, dann schreibt es mal bitte in die Kommentare. Ich glaube, damit wäre mir viel geholfen, weil Dächer bauen ist nämlich, ups, nicht so ganz so mein Ding. Probieren wir es mal von hier. Ist das jetzt korrekt? Sieht so aus. Machen einfach mal weiter. Ah ja, hier. Weiß ich jetzt noch nicht so ganz, wie wir das machen. Da muss ich mal gucken, was wir alles noch für Formen haben. Oh, die Sonne strahlt uns leicht an.
Ist das richtig so? Ich sehe doch nichts. Nee, ich glaube nicht, oder? Ach, Menno. Woran liegt's? An dem Dach oder an dem? Ich glaube an dem hier, gell? Ich reiß das jetzt nochmal ab. I think I did it. Und das hier? Hier, oder was? Okay, sieht eigentlich ganz passabel aus. Ich glaube, für hier brauchen wir so ein Dach. So. Ist das korrekt? Naja, wird schon schief gehen. Hä, wieso dreht sich's nicht? Ach so, weil ich was ganz anderes ausgewählt habe, ich Dödel. Dann eins hier. Und eins hier. Und dann möchte ich das jetzt einfach erstmal so abgeschrägt zumachen. Oh, ich glaube, das war falsch. Eins weiter höher. So. Yeah. Hey Leute, ich glaube, das sieht ganz gut aus. Oder was meint ihr? Machen wir jetzt den Block hier kurz weg und gucken es uns mal von außen an. Ja, okay, das Dach ist irgendwie falsch, oder? Ja, das Dach sieht richtig falsch aus. Egal, das fixe ich auf jeden Fall bis zum nächsten Part noch. Ich werde den Part auf jeden Fall an dieser Stelle dann beenden. Jetzt sind wir heute eigentlich wieder zu fast gar nichts gekommen, außer dass ich mir hier dieses kleine süße Häuschen hingebaut habe. Hier und da sind noch ein paar Verbesserungen nötig, die mache ich aber im Off, damit wir dann im nächsten Part ein schönes Haus haben und auf jeden Fall auch auf Entdeckungstour gehen können. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst gerne ein Abo da und einen Like und dann sehen wir uns im nächsten Part. Bye!